freue mich sehr, Sie im Namen des Bundesinstituts für Sportwissenschaften begrüßen zu dürfen und heute mit Ihnen als Leiterin des Fachgebiets Psychologie ein Gespräch in diesem Format führen zu können. Dabei freue ich mich insbesondere, dass es gelungen ist, heute mit Ihnen, Herr Professor Brandt, Dr. Ole Bentin, Dr. Nadine Thomas und der Sportdirektorin des Deutschen Seglerverbandes, Frau Nadine Stegenweiler, ein Interview zu Ihrer aus meiner Sicht außergewöhnlichen und sehr erfolgreichen langjährigen Zusammenarbeit im Bereich der angewandten Sportpsychologie zu führen. Bitte stellen Sie sich doch zunächst einmal selbst kurz vor. Mein Name ist Nadine Stegenweiler. Ich bin die Sportdirektorin des Deutschen Seglerverbandes und somit auch verantwortlich und zuständig für den olympischen Segelsport. Ich darf bereits jetzt zum dritten Mal die Vorbereitung auf die Olympischen Spiele begleiten und vorbereiten. Und durch mein Büro, was direkt am Bundesstützpunkt in Kiel ist, habe ich einen sehr engen Draht und zu unseren Bundeskadern und Bundestrainern. Und wir haben eine sehr intensive Zusammenarbeit hier. Mein Name ist Ralf Brandt. Ich bin Professor für Sportpsychologie an der Universität Potsdam und habe dort die Chance, unter anderem gemeinsam mit Dr. Bentin und Dr. Thomas im Bereich angewandter und praktischer Sportpsychologie zu forschen und zu arbeiten. Mein Name ist Ole Bentin. Ich bin Leiter des Zentrums für praktische Sportpsychologie in Potsdam. Und ich bin auch der verantwortliche Sportpsychologe des Deutschen Seglerverbandes, mit dem ich schon sehr lange zusammenarbeite, ebenso wie meine Zusammenarbeit mit Professor Brandt und Dr. Thomas. Und es wird ja nachher später noch thematisiert, das ist sehr eng auch mit dem Segelsport verbunden. Mein Name ist Nadine Thomas. Ich bin Expertin für psychologische Diagnostik und insbesondere da mit Blick auf Qualitätssicherung. Mein Hintergrund ist ein wirtschaftspsychologisch bzw. arbeits- und organisationspsychologischer. Und mit dieser Expertise und in diesen Rollen durfte ich oder darf ich in den Projekten gemeinsam mit Dr. Bentin und Professor Ralf Brandt und dem DSV die Dinge mitgestalten. Frau Stegenweiler, als Sportdirektorin des Deutschen Seglerverbandes haben Sie den Einsatz sportpsychologischer Expertise für Ihren Verband immer sehr stark unterstützt. Welche Hilfestellung kann die angewandte Sportpsychologie aus Ihrer Sicht für den Leistungssport und insbesondere für Ihre Athletinnen und Athleten im Seglerverband leisten? Die Möglichkeiten, die die Sportpsychologie dem Segelsport helfen und unterstützen kann, sind sehr vielfältig. Neben dem klassischen Vorbereiten, also würde ich mal sagen, so klassisches Vorbereiten, um die bestmögliche Leistung im Wettkampf abrufen zu können, ist natürlich auch die Betreuung während der Wettfahrten ein ganz, ganz wichtiger Part bei uns. Da spielt die Kommunikation eine ganz große Rolle, da die Trainer nur sehr kurz Zeit haben, mit den Sportlern zum Teil kommunizieren zu können. Zudem haben wir einige Bootsklassen, wo sie zu zweit drauf sitzen. Also auch die Kommunikation unter den Sportlern ist ein ganz wichtiger Part bei uns. Hier hilft die Sportpsychologie und kann Hinweise geben und Werkzeuge geben. Aber darüber hinaus, und da haben wir auch Projekte ja auch mit dem BISP und mit der Sportpsychologie zusammen machen dürfen oder sind dabei, diese zu machen, gerade der Einstieg, die Talentsichtung und Erkennung und somit auch die Entwicklung der jungen Persönlichkeiten, wie auch der Ausstieg dann aus dem Leistungssport, da bietet die Sportpsychologie ganz gute und sehr wertvolle Hinweise, Werkzeuge, die Trainer gerne annehmen und nutzen, um die Sportler besser zu begleiten und betreuen zu können. Herr Professor Brandt, die sportpsychologische Forschung, Betreuung und Beratung ist mittlerweile nicht nur im internationalen, sondern auch im deutschen Leistungssport eine feste Größe. Wie wichtig ist dabei die Verzahnung zwischen Wissenschaft, Sportpraxis und der im Leistungssport tätigen Sportpsychologen? Was zeichnet aus Ihrer Sicht eine erfolgreiche sportpsychologische Unterstützung des Leistungssports aus? Aus meiner Sicht sind es vor allem zwei Aspekte, die eine erfolgreiche Zusammenarbeit auszeichnen. Der erste Aspekt ist der, dass entsprechende Qualifikation und Expertise auf Seiten der Handelnden vorhanden sind. Ich bin ein
großer Fan der Bemühungen, die in den letzten 10 bis 15 Jahren unternommen worden sind, jetzt Menschen, die im Leistungssport sportpsychologisch tätig sind, zu qualifizieren, seien das die Curricula, die dort in Anspruch genommen werden, oder seien es Maßnahmen, die angeboten werden, speziell zur Qualifikation der Menschen, die nachher dann auch mit den Sportlerinnen und Sportlern und mit den Verbänden zusammentreffen und dort arbeiten. Also Qualifikation, Expertise, die eine Voraussetzung. Die zweite Voraussetzung ist eine, die ich mit meiner Arbeitsgruppe und den Teams, in denen ich beteiligt bin, stets versucht habe, weiterzuentwickeln und in den Vordergrund zu stellen. Nämlich, ich persönlich glaube, dass die praktische Zusammenarbeit von Sportpsychologinnen und Sportpsychologen mit Verbänden, mit Trainern, mit Sportlern, dann leidet, wenn die Personen, die mit den Sportlerinnen und Sportlern zusammenarbeiten, gleichzeitig noch Daten erheben müssen, forschen müssen. Und umgekehrt glaube ich auch, dass es sportpsychologische Forschung schwächt, wenn Menschen, die sich auf Forschung konzentrieren müssen und konzentrieren sollen, außerdem noch auf die Beratungstätigkeit konzentrieren müssen. Insofern glaube ich, dass ein zweiter Erfolgsfaktor der ist, dass Menschen, Sportpsychologinnen und Sportpsychologen, die praktisch arbeiten, sich auf diese praktische Arbeit konzentrieren können, während sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf die wissenschaftliche konzentrieren. Und das führt dann zu solchen Zusammenstellungen von Teams, wie wir sie hier im Deutschen Seglerverband einige Jahre machen durften, nämlich, dass zwei Personen, Dr. Bentin und Dr. Thomas, jeweils einen fachwissenschaftlichen Hintergrund mitbringen, aber in ihrer praktischen Zusammenarbeit mit dem Verband sich auf Beratung, Betreuung und Coaching nicht nur konzentrieren dürfen, sondern konzentrieren sollen, wohingegen die wissenschaftliche Begleitung an der Universität liegt und insofern eben aus etwas Abstand bzw. der gebotenen Objektivität von außen erfolgen kann. Das bedeutet für die Zukunft aus meiner Sicht, dass es eben wichtig ist, diese beiden Aufgaben voneinander zu trennen, nämlich die praktische Arbeit einerseits und der Fokus auf diese praktische Arbeit und der wissenschaftliche Blick auf diese Praxis dann von etwas Distanz und außerhalb, wenn diese beiden Sichtweisen auf die Sportpsychologie in konkreten Projekten verzahnt sind, dann führt das meiner Meinung nach zu erfolgreichen Zusammenarbeiten mit dem Leistungssport. Vielen Dank für diese Ausführung. Das passt perfekt zum Übergang, weil, wie ja schon erwähnt, arbeiten Sie ja alle gemeinsam schon seit mehreren Jahren sehr eng im Rahmen der sportpsychologischen Forschung, Beratung und Betreuung mit dem Deutschen Seglerverband zusammen. Jetzt würde mich mal interessieren, wie ist es denn überhaupt zu dieser Zusammenarbeit gekommen? Was war denn der konkrete Anlass? Der konkrete Anlass für diese Zusammenarbeit ist auch wiederum gekennzeichnet durch einen ziemlich praktischen Hintergrund. Ich persönlich hatte einen guten Arbeitskontakt zu zwei ehemaligen Bundestrainern im Deutschen Seglerverband, die ein großes Interesse an praktischer Sportpsychologie hatten, das Ganze aber nie wirklich in die Gänge gekommen ist, dadurch, dass es im Verband keine Strukturen gab beziehungsweise kein großes Interesse an so einer Zusammenarbeit gab und sich dann glücklicherweise durch eine neue Person in dem ganzen System das Blatt sich gewendet hat. Frau Stegenwalner ist Sportdirektorin geworden, war offen für das ganze Thema und so hat sich das dann ergeben, dass das ganze Thema strukturell und prozessual viel, viel stärker implementiert werden konnte. Daneben war ich noch Mitarbeiter an der Universität Potsdam in der Arbeitsgruppe von Professor Brandt. Und so war diese Verzahnung von einerseits wissenschaftlicher Begleitung und dennoch relativ grundständig praktisch aufgestellt zu sein, gegeben und das Ganze hat so seinen Lauf genommen. Ja, auch wenn jetzt der Anlass konkret war, interessiert jetzt natürlich alle, was Sie eigentlich jetzt in den letzten Jahren alles gemeinsam auf die Beine gestellt haben. Sie haben ja gemeinsam mehrere BIS-geförderte Projekte initiiert und umgesetzt.
die an wichtigen Eckpfeilern der sportlichen Leistungssportentwicklung ansetzen und aus meiner Sicht sehr systematisch aufeinander aufbauen. Angefangen mit zwei Projekten zum Qualitätsmanagement, sportpsychologisch unterstützter Talentidentifikation und Talententwicklung im Deutschen Seglerverband, haben sie in einem Folgeprojekt ein Nachwuchsförderprogramm Sport mit Perspektive erarbeitet. Und aktuell entwickeln sie ein Programm zur Begleitung des Offboardings zum Ausstieg aus dem Leistungssport mit dem Deutschen Seglerverband. Das Ganze ist auch mehr oder weniger durch die Praxis entstanden, beziehungsweise aus dem praktischen Arbeiten in so einem Spitzenverband. Normalerweise, oder was heißt normalerweise, die übliche sportpsychologische Betreuung ist ja oft Individualbetreuung der Elitesportler, ein psychologisches, sportpsychologisches Grundlagentraining für den Nachwuchs. Das findet man in vielen Verbänden. Aus der gängigen Praxis ist es entstanden, dass der damalige Trainer, der Bundestrainer, der für den Nachwuchs zuständig war, an uns herangetreten ist und gesagt hat, ja Mensch, ihr Sportpsychologen, ihr macht doch auch immer so mit Fragebögen was und ihr könnt ja auch so Persönlichkeiten erkennen und für den Sport ist es ja total relevant, dass man weiß, ob aus denen, die man jetzt in jungen Jahren da hat, ob aus denen was wird. Wir machen das auch schon ein bisschen so und ich habe mir auch schon Fragen überlegt und so eine Art Fragebogen entwickelt und den benutze ich auch immer. Wollt ihr euch den nicht mal angucken? So, dann haben wir gesagt, ja, super, finden wir interessant, lass uns doch mal die Sachen sehen. Und da kommt dann wieder das ins Spiel, was Professor Brandt vorhin schon angesprochen hat. Wir sind Personen, die eine bestimmte Expertise haben und bestimmte Qualifikationen haben und damit auch einen bestimmten Blick auf Praxis haben können. Und was wir dort in der Praxis gesehen haben, was quasi naturwüchsige Sportpsychologie ist, hat uns auf der einen Seite gefreut, weil es das Interesse gibt. Und auf der anderen Seite hat es uns leicht die Stirn runzeln lassen. Weil natürlich funktioniert das, wenn man praktischer Sportpsychologe ist, nicht so, dass man sich einfach Fragebögen zum Beispiel ausdenkt und guckt, wie können sich Menschen entwickeln. Denn dort gibt es auch ein schon vorgegebenes, an der Wissenschaft sich orientierendes Vorgehen, was auch für die Praxis relevant ist. Was auch relevant ist, um bestimmte Qualität von Arbeit sicherzustellen. Und so sind wir in dieses Projekt eingestiegen, indem wir gesagt haben, okay, wenn man das qualitativ hochwertig machen will, wenn man das systematisch machen will, dann braucht es gewisse Vorarbeiten, da braucht es gewisse Qualifikation und Expertise. Das heißt, wir haben uns das Ganze angeguckt und wir haben dann gemeinsam mit der Kollegin Dr. Thomas, weil die für diese Sachen nochmal zusätzlich qualifiziert ist, haben wir begonnen, uns zu überlegen, ja, wie kann man das denn gestalten, dass man schon im frühen Nachwuchsalter Sportlerinnen und Sportler mit sportpsychologischer Diagnostik, aber nicht nur in ihrer Entwicklung begleiten kann. Und wir sind dort eingestiegen oder haben den Verband an die Hand genommen, haben ihn beraten und gemeinsam mit dem Verband, also ko-kreativ, das Ganze entwickelt, indem wir uns angeguckt haben, was ist vorhanden, wie können wir das mit unserer Expertise weiterentwickeln. Konkret hieß das, wir haben eine bestimmte Diagnostik entwickelt, die sich zum Beispiel an der Persönlichkeitsentwicklung von Sportlerinnen und Sportlern orientiert. Wir haben sowas entwickelt wie Kompetenzprofile, also uns genau angeguckt, was müssen Sportlerinnen und Sportler mitbringen in jungen Jahren, wie sollen sie sich entwickeln, was sind für Anforderungen gefordert und haben Anforderungsprofile entwickelt. Und das Ganze ist zum Leben erweckt worden, mehr oder weniger, indem wir das in so ganz zentrale Veranstaltungen des Spitzenverbandes, nämlich den Nachwuchssichtungen, eingepflegt haben. Ganz konkret bedeutet das, Sportpsychologinnen und Sportpsychologen sind seit dem Jahre 2012, als dieses erste Projekt startete, oder 2013, ich weiß es nicht mehr so genau, ein fester Bestandteil von Nachwuchssichtungen. Die laufen dort mit.
Die machen eine Fragebogendiagnostik, gucken sich die an und sitzen in den sogenannten Perspektivplanungsgesprächen mit drin, mit den Sportlerinnen und Sportlern, mit den Trainerinnen und Trainern und tragen aus ihrer praktischen, durch bestimmte Instrumente geleiteten Sichten und Erkenntnissen bei, diese Gespräche zu gestalten und den Sportlerinnen und Sportlern Ressourcen für ihre zukünftige sportliche Entwicklung mit an die Hand zu geben. Das ist ein Versuch, das in so einer Nussschale zu charakterisieren, was wir bei der Talententwicklung und Talentdiagnostik getan haben. Dadurch, dass wir eben das Ohr an der Praxis haben und uns mit den entsprechenden Personen immer abstimmen, zum Beispiel eben auch mit der Sportdirektorin, die dort ganz wichtig ist, ist uns klar geworden, okay, der Einstieg in den Sport ist ein zentraler Punkt, die Entwicklung der Persönlichkeit und auch der Leistung ist ein zentraler Punkt, aber es gehört noch mehr dazu. Also es gibt Momente, wo quasi ein frühzeitiger Ausstieg aus dem Sport auftauchen kann, was sich die meisten Personen im System nicht wünschen, weder die Sportlerinnen und Sportler noch die auf der Funktionärsebene, denn jeder Sportler oder jede Sportlerin, die zu früh aussteigt, ist eine verlorene Sportlerin. Das ist ein zentraler Punkt, der auch mit zu der Entwicklung dazu gehört. Und ebenso gehören dazu der Ausstieg nach einem, ich sag mal jetzt, erfüllten Sportlerleben ebenso mit dazu. Also mit dem Ohr an der Praxis haben wir gehört, das sind auch wichtige Themen. Und so sind wir auf die Idee gekommen, dort nochmal neue Projekte zu installieren, die vom BIS gerne gefördert worden sind oder gefördert werden, weil das einen zentralen Punkt, glaube ich, trifft. Und da ist meine Kollegin Dr. Thomas zum Beispiel eine zentrale Gestalterin, wie auch in der Talententwicklung, weil sie mit ihrer Expertise aus der Wirtschaftspsychologie, aus der Arbeits- und Organisationspsychologie dort einen entscheidenden Beitrag machen kann. Ja, ich kann im Prinzip nur da nochmal ergänzen in Bezug auf das mit, wir waren mit dem Ohr drin, durch die Projekte, durch das erste Projekt und durch die ko-kreative, sehr interdisziplinäre Zusammenarbeit in dem DSV mit ganz unterschiedlichen Akteurinnen und Akteuren, sind uns in diesen Gesprächen dann auch immer wieder weitere Punkte tatsächlich aufgefallen, wo wir gedacht haben, oh Moment, also da wäre möglicherweise auch unsere Expertise hilfreich, um den Verband weiter mitzugestalten und mit weiterzuentwickeln. Und um ein Beispiel zu nennen, wie wir zu der Idee mit dem Nachwuchsförderprogramm gekommen sind, Sport mit Perspektive. Da saßen wir mit Trainerinnen und Trainern zusammen und haben mit denen gemeinsame Anforderungsanalyse durchgeführt im Rahmen von der Talentdiagnostik, um da zu schauen, was kann das Kompetenzprofil denn sein für den Nachwuchs. Und dann meinte einer der Trainer in der Pause zu uns, ja, das ist alles total spannend und schön und gut, was ihr da macht. Aber die Förderung, die endet möglicherweise darin, dass kurz vor dem Abitur unsere Athletinnen und Athleten sowieso weg sind. Und er kam dann in der Pause auch mit Statistiken, wo er uns genau aufführte, wie das dann mit dem Dropout aussieht. Und das war ein Moment für Herrn Bentin und mich, wo wir da drin saßen und dachten, hoppla, das scheint ein ganz, ganz wichtiger Punkt zu sein. Und wir haben diesen Punkt mit nach Hause genommen. Wir haben darüber nachgedacht und haben versucht, Lösungen dort anzubringen und sind dann zu der Idee und zu dem Projekt gekommen, tatsächlich Zukunftsveranstaltungen zu gestalten mit dem DSV zusammen, wo es im Prinzip darum ging, ganz unterschiedliche Akteurinnen und Akteure im DSV gemeinsam in Veranstaltungen an dem Thema arbeiten zu lassen. Wie sieht denn überhaupt Leistungssport aus? Und vor allen Dingen, wie sieht denn die duale Karriere aus? Weil die gerade für die Eltern in dieser Entscheidungsphase eine ganz, ganz zentrale Rolle spielt, die den Fokus darauf haben, wie kann denn Sport und Ausbildung gelingen? Und genau, wir haben bei diesen Veranstaltungen eben versucht, ganz, ganz unterschiedliche Perspektiven zusammenzuholen und bei diesen Veranstaltungen eine Kommunikationsstruktur zu gestalten, wo der Nachwuchs mit ehemaligen Athletinnen und Athleten, aber auch aktiven Athletinnen und Athleten in Kontakt
kommt und sich austauschen können und Ängste und Sorgen, die möglicherweise dazu führen, dass dieser Dropout zustande kommt, dort gemeinsam besprochen und diskutiert werden und vor allen Dingen nach Lösungen dann auch geguckt wird. Und ja, das war tatsächlich dadurch, dass wir wirklich mit dem Ohr mit dabei waren in diesen Veranstaltungen und wirklich einen sehr intensiven Austausch im DSV mit unterschiedlichen Menschen hatten, sind wir so zu den weiteren Projekten gekommen. Und auch so ist es zu dem Offboarding-Projekt gekommen. Also die Sport mit Perspektive setzte quasi am Anfang der Karriere an, also der Frage, wie kann der DSV den Nachwuchs gewinnen für den Leistungssport? Und bei dem Offboarding-Programm ging es uns um die Frage, wie können wir den Übergang aus dem Spitzensport in die nachsportliche Phase begleiten? Und auch da war wieder auslösend eines der Projekte, in dem wir gearbeitet haben, da waren es die Zukunftsveranstaltungen für den Nachwuchs. Da waren Momente dabei, wo wir drin saßen und wahnsinnig erschrocken waren. Da war unter anderem eine Athletin, ehemalige Olympiateilnehmerin, die dann ihren Weg berichtete und auch von dem Weg aus dem Sport raus berichtete, von ihrer dualen Karriere berichtete und dann ja einfach sagte, so ja, aber sie war ja in dem Moment nur Leistungssportlerin. Und wir sind da zusammengezuckt und haben gedacht, hoppla, also vor der Arbeit, die wir gemacht haben, gerade mit der Arbeit an den Kompetenzprofilen und Anforderungsanalysen, haben wir eigentlich festgestellt, dass von den Kompetenzen, die in diesem Spitzensport erworben werden, ein ganz großer, spannender Blumenstrauß existiert an Dingen, die da tagtäglich trainiert werden, die auch große Überschneidungen haben zu Profilen aus der Wirtschaft, zu Top-Performern in der Wirtschaft. Und wir waren in dem Moment wahnsinnig erschrocken, dass die Sportlerin sich das Label oder die ehemalige Sportlerin sich das Label ich bin ja nur Sportlerin aufgesetzt hat. Und das war der Moment, wo wir im Prinzip die Idee entwickelt haben für das Projekt, an dem wir jetzt gerade arbeiten, nämlich wieder mit Zukunftsveranstaltungen da reinzugehen, aber mit einer anderen Zielgruppe, mit anderen Referentinnen und Referenten, um eben zu gucken, im Sinne von ja, ressourcenorientierter Selbstreflexion herauszuarbeiten mit Veranstaltungen, wie, was denn eigentlich sich hinter diesem Label Spitzensportler oder Spitzensportlerin verbirgt, was das für ein Blumenstrauß ist und wie man mit den Qualitäten, die man da eigentlich in dem Sport erwirbt, möglicherweise den Übergang in die Nachwelt sehr gut gestalten kann, also dass man da eventuell schon alle Dinge auch hat, um den Übergang gut zu gestalten und wie man mit diesen Qualitäten, mit diesen Kompetenzen dann auch in der Nachwelt möglicherweise sich einen guten Ort suchen kann, wo man auch nach dem Sport glücklich ist. Das wurde jetzt also mehrfach dann auch betont, so, dass immer wieder Initiation war, das Ohr am Sport. Und auf ganz interessante Weise war es aber so, dass in der Projektgeschichte jetzt die Förderstrukturen, die das BISP anbietet, tatsächlich ein Vorteil waren. Denn ich war so eben in der Situation, dass ich einen langjährigen Mitarbeiter und Verbandspsychologen im Deutschen Seglerverband hatte, der gemeinsam mit Frau Thomas, die aufgrund dieser spezifischen Expertise bereits ein Tandem mit ihm bildete, eben mir Eindrücke aus dem Seglerverband widerspiegelte und ich gewissermaßen von außen jetzt in ein Gespräch mit den beiden dort eintreten könnte. Wie fassen wir das jetzt in einen Rahmen, der dann eben auch zur gemeinsamen Projektarbeit dann taugt. Das heißt, es kamen Ideen aus dem Seglerverband, die dann eben in unserer Dreierkonstellation verhandelt werden konnten, wobei ich eben möglicherweise aus etwas mehr Distanz, aber mit wissenschaftlicherem Blick agieren konnte und die Dinge dann mit den beiden praktisch Agierenden vor Ort abgeglichen werden konnten. Also auf diese Art und Weise waren die mehrfachen Projekte, die aufeinanderfolgenden Projekte eben immer wieder von Phasen unterbrochen, in denen jetzt die Erfordernisse praktischer Psychologie mit den Erfordernissen zur wissenschaftlichen Begleitung abgestimmt werden konnten. Manchmal mussten Anträge verfasst werden, die dann neu begutachtet wurden. Aber auf diese Art und Weise war eben dieses
von mir eingangs erwähnte Zusammenspiel zwischen praktischer Arbeit auf der einen Seite und wissenschaftlicher Begleitung mit etwas Distanz eben auch institutionalisiert. Und so entwickelte sich das Programm dann Schritt für Schritt weiter. Ja, vielen Dank für die vertieften Einblicke. Ich nehme da gerne nochmal den Ball ganz kurz auf vom Professor Brandt mit Blick auf unsere WISP-Forschungsförderung. Ja, das ist ja genau unsere Intention, unser Wunsch, unser Anliegen, dass eben für unterschiedliche Bedarfe eben auch unterschiedliche Projektformate genutzt werden können, wo einmal auch insbesondere aus Initiative der Sportverbände, aus den Bedarfen der Sportverbänden, die Service-Forschungsprojekte einen besonderen Anreiz liefern sollten und es auch tun, so wie wir das merken, so wie das Angebot auch wahrgenommen wird, um eben spezifische Probleme gemeinsam mit der Wissenschaft anzugehen, aber auch relativ kurzfristig dann einen Output schon zu erzielen. Und wenn ich da jetzt nur noch mal Revue passieren lassen kann, ihr habt ja mehrere Projekte jetzt in den letzten Jahren ja auch am Laufen. Was ich auch immer besonders spannend finde ist und auch natürlich immer ganz auch empfehle, dass eben diese Klavitatur der unterschiedlichen Projektmöglichkeiten auch genutzt wird. Also neben Service-Forschungsprojekten auch Antragsprojekte, um vielleicht vertiefte wissenschaftliche Fragestellungen noch mal zu beleuchten, dann wieder Service-Forschungsprojekte dazu zu nehmen oder auch mal ein Transferprojekt, um halt nochmal vertieft den Transfer noch zu befruchten. All diese Möglichkeiten bestehen ja. Und auch deswegen fand ich das jetzt besonders wichtig, jetzt mal quasi Ihre Programmatik auch im Rahmen jetzt von diesem Interview mal herauszustellen, weil das eigentlich idealtypisch ist, so wie wir uns das auch vom BISP immer gerne wünschen. Und natürlich der Erfolg, wie die Zusammenarbeit auch mit der Sportpraxis und mit dem Team gerade ja auch geschildert worden ist, aus meiner Sicht eine Erfolgsstory ist und das ja auch anscheinend sehr gut funktioniert. Vielleicht noch mal ein bisschen Werbung für Sie selbst, weil das haben Sie nämlich gerade noch gar nicht genannt und das möchte ich aber unbedingt. Sie haben ja ein sehr schönes YouTube-Video erstellt zu dem Projekt Sport mit Perspektiven. Und da mache ich sehr gerne nochmal Werbung für, weil aus meiner Sicht dieser Beitrag nochmal genau das sehr anschaulich und natürlich auch mit ganz vielen O-Tönen von Ihnen, von als Beteiligte, aber auch natürlich mit den Athletinnen und Athleten, aus meiner Sicht ein sehr gelungener Beitrag entstanden ist, wo eigentlich Ihre Arbeit, Ihre Ansätze, aber eben auch die Rückmeldungen aus der Sportpraxis wunderbar aufgenommen worden sind. Also von daher empfehle ich sehr gerne einen Blick in dieses Video. Es lohnt sich. Und sehr gerne würde ich jetzt nach den Ausführungen nochmal von der wissenschaftlichen Projektgruppe natürlich auch nochmal ein Statement von der Frau Stegenweiner aus Sicht der Sportpraxis erhalten. Wie Sie denn jetzt ganz konkret die Erkenntnisse der Projekte in den letzten Jahren einschätzt für den Verband, aber vielleicht auch, welche O-Töne, welche Rückmeldungen Sie vielleicht von den Sportlerinnen und Sportlerinnen dazu schon eingefangen hat. Der Deutsche Seglerverband, aber nicht nur der Deutsche Seglerverband, natürlich seine Sportler und Trainerinnen und Trainer profitieren ganz ungemein von den Projekten. Und gerade wenn man jetzt vielleicht auch nochmal genauer die Projekte anschaut und darauf eingeht. Herr Bentin hatte ja das Projekt mit der Talentsichtung und Talenterkennung dargestellt. Die Sportpsychologen sind jetzt, ich würde mal sagen, ein Teil der Sichtung und sie sind nicht mehr wegzudenken aus der Sichtung. Sie geben ganz wichtige Hinweise, bestätigen auch sozusagen aus der sportpsychologischen, wissenschaftlichen Sicht häufig auch vielleicht die Gefühle und Einschätzungen der Trainer, die mit den jungen Sportlern arbeiten und geben dadurch halt auch sehr gute Hinweise, wenn ein Sportler oder eine Sportlerin vielleicht irgendwo Optimierungsbedarf oder kleine Defizite hat. Da kann man dann dem Sportler halt gute Hinweise geben, wo vielleicht noch dran gearbeitet werden muss, sodass es im späteren Verlauf der leistungssportlichen Karriere halt zu keinen Hindernissen aufgrund dieser erkannten Defizite kommt. Also dementsprechend ist es ein ganz wichtiger Part. Es ist, und das ist uns ganz wichtig, kein Ausschlusskriterium, sondern es ist ein unterstützend begleitende
Förderung auch der jungen Sportler, weil gerade auch der Segelsport eine ganz häufig eine sehr lange leistungssportliche Karriere hat und wir eigentlich auch mit älteren Sportlern, heißt hauptsächlich in den 20ern, aber vielleicht manchmal auch bis in die 30er Jahre zusammenarbeiten. Wenn man sich das Projekt die Frau Thomas vorgestellt hatte, sich nochmal genauer aus der Verbandssicht anschaut, ist gerade Sport mit Perspektive, ist es sehr, sehr interessant gewesen. Wir waren an zwei Bundesstützen mit der Schwerpunktsetzung Nachwuchs, mit den Zukunftswerkstätten und dem Projekt. Und was sehr wichtig war für uns ist, dass wir vor Ort in die Region gehen, dass wir auch da Ohr an Masse legen sozusagen, hören, wo die Probleme sind, hören, welche immer Informationen fehlen oder nicht aufgefunden werden von den jungen Sportlern oder auch ganz wichtig von deren Eltern. Weil häufig ist es ja auch so, wir denken, wir informieren gut und wir stellen Informationen zur Verfügung. Aber die werden häufig genug nicht von der Adressatengruppe aufgefunden oder die Probleme liegen in ganz anderen Bereichen. Und das war für uns sehr wichtig, wirklich in die Region zu gehen, mit den Ansprechpartnern, die dann die jungen Sportler hier am Stützpunkt in Kiel auch in Empfang nehmen, sodass auch die Eltern und die jungen Sportler zu den Namen auch schon Gesichter von unserer Seite aus sehen und dann auch manchmal es für die Sportler leichter ist, auch frühzeitig den Kontakt und Fragestellung auch nach Kiel sozusagen schon zu schicken. Wir hatten auch, und das fand ich sehr interessant, während der Durchführung der Veranstaltung haben sich bereits schon andere Regionen gemeldet, die auch gerne dieses Format bei sich hätten. Wir hoffen, dass wir das jetzt auch sehr schnell in andere Regionen in andere Regionen gehen können und warten, bis sich jetzt alles ein bisschen normalisiert hat und wie gesagt, da auch in Regionen können, wo wir vorher noch nicht waren. Wenn man jetzt das dritte Projekt, das Offboarding, das läuft gerade. Da bin ich gespannt. Ich habe aber sehr, sehr große Hoffnung, weil wie erwähnt sind unsere Sportler altersmäßig in der Regel ein bisschen älter. Und ich hoffe auch mit dem Projekt gerade auch die Entscheidung von einigen Sportlern, hören Sie mit dem Leistungssport auf oder machen Sie vielleicht noch eine vierjährige Kampagne, dass das dann vielleicht auch hilft, dass sie doch noch den Leistungssport fortführen und somit ihr volles Potenzial und auch internationale Erfolge noch einfahren können. Und das ist für mich ganz wichtig, das erhoffe ich mir auch von dem Projekt. Wie gesagt, es läuft gerade und ich bin gespannt, aber da auch sehr, sehr guten Mutes, dass wir ähnlich wie bei den anderen Projekten eigentlich dass das Projekt auch erfolgreich wird. Und wie würden Sie die Akzeptanz der sportpsychologischen Maßnahmen und Angebote hausintern einschätzen? Also mit Blick auf die Sportlerinnen und Sportler, aber vielleicht auch O-Töne von den Trainern und Trainerinnen? Wenn man jetzt sozusagen die Akzeptanz der allgemeinen sportpsychologischen Betreuung, die ist, ich denke mal, auch in jedem Verband unterschiedlich. Es gibt einige, die sehr dieses annehmen. Es gibt auch einige Sportler, die einen Weg finden, ohne dass sie sportpsychologische Betreuung in Anspruch nehmen müssen, können, wollen. Wenn man im Hinblick auf die Projekte schaut, ist die Akzeptanz sehr hoch, auch dadurch hervorgerufen, weil auch die Sportler, die daran teilnehmen oder auch diese Durchlaufenden in der Regel sehr positiv davon berichten. Und jeder, was auch davon mitnehmen kann für seine eigene Laufbahn und für seine eigene Weiterentwicklung. Und das ist auch deckungsgleich bei den Trainern, und das hat man ja auch bei der Vorstellung der Projekte gesehen, ja auch sehr intensiv und auch mit Ideen, auch gerade für neue Sachen, sehr gerne sich sowohl an die Sportpsychologen als auch an mich wenden. Und das zeigt, glaube ich, dass die Akzeptanz hoch und groß ist und wenn man das auch aufnimmt und mit den Trainern und dann auch gegebenenfalls mit den Sportlern das weiterentwickelt, dann kann man eigentlich auf große Akzeptanz bauen. Ja, vielen Dank für diese Ausführung.
da stellt sich natürlich die Frage, wenn die Zusammenarbeit ist so erfolgreich, da frage ich mich natürlich, wie geht es in Zukunft weiter? Haben Sie schon Ideen und Planungen für die weitere Zusammenarbeit? Ja, Ideen gibt es selbstverständlich immer und wir haben auch welche. Allerdings sind wir im Augenblick noch in einer Phase, die wir hoffentlich in den nächsten wenigen Monaten abschließen, beenden werden, dass wir die Erfahrungen, die wir in den bisherigen Projekten mit dem Deutschen Seglerverband machen konnten, jetzt in eine etwas allgemeinere Form gießen. Es sind ja bereits während der Projekte Elemente entstanden, wie wir versuchen, die Arbeit, die wir mit dem Seglerverband gemeinsam machen dürfen, auch nach außen zu tragen und sie so darzustellen, dass sie auch für andere Sportverbände nützlich werden könnte. So ist beispielsweise das vorher genannte Video zu Sport mit Perspektive entstanden. Aktuell versuchen wir, die Dinge noch so zu runden, dass Leitfäden entwickelt werden, die dazu geeignet sind, nachzuvollziehen, wie unsere auch gewissen die Organisationsentwicklung des Seglerverbands begleitende Arbeit ausgesehen hat, in denen verdeutlicht wird, in welchen Formaten wir versucht haben, nützlich zu sein, sodass möglicherweise eben Trainerinnen und Trainer aus anderen Sportverbänden oder Kolleginnen auf der Ebene Sportdirektion in den Verbänden dort möglicherweise sehen können, ob sportpsychologische Unterstützung auch für sie notwendig, vielleicht nicht notwendig, vielleicht interessante Chancen bieten könnte. Insofern ist also das unser erstes Ziel für die Zukunft, die Verbreiterung dort. Und ein zweiter Punkt, der ganz, ganz wichtig ist, aus meiner Sicht, ist, ich möchte gerne insbesondere mit meinem Team in Zukunft noch weiter daran arbeiten, diese Verzahnung zwischen praktischer Arbeit im Verband und an Sportlern, mit Sportlerinnen und Sportlern und wissenschaftlicher Perspektive aus der Universität heraus auf dieses praktische Geschehen, diese Verzahnung noch besser hinzukriegen. Ich glaube, in der aktuellen Konstellation funktioniert das sehr gut, einfach auch deswegen, weil ich Herrn Dr. Bentin und Frau Nadine Thomas schon seit vielen Jahren kenne und da kann vieles geschehen und läuft vieles reibungslos, weil man sich so gut kennt. Für mich wäre es also ein interessantes Ziel für die nächsten Jahre, auch daraus zu lernen und mir genauer anzuschauen, wie man es hinbekommt, dass eben die Kommunikation in Strukturen gefasst wird, in dem Fall jetzt zwischen mir als Wissenschaftler an der Universität und den praktisch arbeitenden Sportpsychologinnen und Sportpsychologen mit wissenschaftlichem Hintergrund, dass dort reibungslos dann auch kommuniziert werden kann. Denn ich möchte das nochmal betonen, weil es mir so wichtig ist. Ich glaube, dass wir Sportpsychologinnen und Sportpsychologen an Universitäten in erster Linie Expertinnen und Experten für Sportwissenschaft und wissenschaftliche Sportpsychologie sind, wohingegen die praktisch arbeitenden Sportpsychologinnen und Sportpsychologen dort Experten für Praxis sind. Und das sind zwei Geschäfte, die meiner Ansicht nach, auch zwei Professionen, die meiner Ansicht nach getrennt gehören, weil sie unterschiedliche Foki erfordern und die deshalb umso besser ineinander greifen, miteinander verzahnt werden müssen, umso besser miteinander kommunizieren müssen, dass es in der Zukunft dann erfolgreich laufen kann. Insofern sind das aus meiner Sicht zwei allgemeinere Punkte, wie es weitergehen kann. Aus Sicht der Praxis ist es möglicherweise anders, Ole Bentin. Für uns ist das BISP mit seinen Fördermöglichkeiten natürlich ein riesiges Geschenk, weil wir wissen, wir haben dort einen verlässlichen Partner, eine verlässliche Partnerin, mit der wir viele Themen, die aufgrund auch finanzieller Restriktionen, auch vielleicht auch Seiten der Verbände, die ja auch nur ein gewisses einen gewissen Etat haben, um zu arbeiten, die uns dort unheimlich gut unterstützen können. Und so wie wir quasi aus den Projekten heraus Anschlussmöglichkeiten finden,
wäre eben auch hier das eher von mir allgemein formuliert. Uns wäre es wichtig, dass wir wissen, okay, wenn wir gute Ideen haben, dass wir dort diese Institution in unserem Rücken haben, die uns dabei unterstützt, in Bereiche vorzudringen, die sonst einfach nicht bearbeitet werden können. Also insofern ist es allgemein, aber der Wunsch ist natürlich, liebes BISP, bleibt bei uns und fördert uns weiter so in der Art und Weise, wie ihr das tut, weil sonst würden viele Sachen einfach nicht beackert werden können, die aber ganz, ganz zentral für den Sport sind. Also wie wir gesehen haben, duale Karriere wird zwar gefördert, aber die ist auch erst am Anfang und braucht Projekte, wo es ein Tun gibt, das wissenschaftlich systematisch begleitet werden kann. Und das ist sozusagen der Zukunftswunsch und das Zukunftsszenario, das für mich sehr, sehr wichtig wäre, in aller Allgemeinheit. Ja, vielen Dank für diese Rückmeldungen. Ich wollte nochmal abschließend nochmal tatsächlich auch einen Blick auf die Zukunft der Sportpsychologie werfen. Auch allgemein, wo liegen Ihrer Meinung nach die zukünftigen Herausforderungen für die angewandte Sportpsychologie im Handlungsfeld des Leistungssports? Sowohl in der Forschung als auch bei der Beratung und Betreuung und vielleicht sogar mit Blick auf aktuell Corona-Auswirkungen. Für die Corona-Auswirkungen würde ich gerne dann nachher an Nadine Thomas weitergeben. Für mich ist eine der großen aktuellen Herausforderungen von Sportpsychologie die, dass, glaube ich, noch stärker in eine Richtung gearbeitet werden muss, dass sich die praktisch tätigen Sportpsychologinnen und Sportpsychologen so ein Stück weit aus der weit verbreiteten Verinselung lösen können. Es hat sich in den vergangenen 10 Jahren, ich sage zum Glück, eine größere Gruppe Menschen einschlägig qualifiziert, über die unterschiedlichen Curricula sich gewissermaßen aufgestellt, sportpsychologisch praktisch zu arbeiten und darauf, auf diese Arbeit zumindest sogar einen Teil der auch wirtschaftlichen Existenz zu gründen. Das ist nützlich für die Personen, die dann so ihr Geld verdienen können, um zu überleben. Das ist vor allem aber nützlich für den Leistungssport, weil gut qualifiziertes Personal auf dem Markt auch verfügbar ist, um zielgerichtet zu unterstützen. Allerdings tendiert diese Entwicklung in eine Richtung, bei der nun eben Einzelpersonen, Sportpsychologinnen und Sportpsychologen, dort eher miteinander um Ressourcen konkurrieren, als miteinander als in Teams gewissermaßen sich zusammenzubinden und zusammenzuarbeiten. Möglicherweise war es vor 30 Jahren, in meinen Anfangsjahren in der Sportpsychologie, so, dass sehr viel an sportpsychologischer Arbeit von sehr wenigen Menschen gemacht wurde. So bündelte sich vieles und so entstanden kohärente Projekte und eine schöne Fokussierung auf bestimmte Dinge. In den letzten 10 Jahren hat es sich gewissermaßen ans andere Ende der Dimension entwickelt, nämlich es agieren nun sehr viele auch als Einzelpersonen. Und die Herausforderung meiner Meinung nach besteht nun also darin, an der Stelle wieder etwas zu bündeln. Und auch da würde ich nochmal unterstreichen wollen, dass aus meiner Sicht die gegebenen Voraussetzungen gut sind, da noch besser zu werden. Insofern jetzt eben viele Praxiszusammenarbeiten, die über das BISP gefördert werden, ja die Anbindung über Universitäten nach wie vor brauchen. Wenn das gut genutzt wird, das heißt, wenn Universitäten sich auch in ihren Möglichkeiten und in dem, was sie tun können, nicht überschätzen, sondern daran interessiert sind, die Praxiserfahrenen und tatsächlich Praxistätigen außerhalb von Universitäten einzubinden und auf die Art und Weise dann eben funktionierende Teams zu schaffen, dann haben wir, glaube ich, gute Chancen, dass es uns in Zukunft seltener begegnet,
dass die Sportpsychologin A, die in München arbeitet, nichts von der Sportpsychologin B, die in Berlin in einem anderen Verband, aber eine sehr ähnliche Arbeit macht, nichts weiß. Insofern das Zusammenbinden, das Entgegenwirken einer Verinselung von sportpsychologischer Dienstleistung und Praxis im Sport, das wäre aus meiner Sicht eine Herausforderung. Da gibt es einige Schritte zu tun, aber ich sage mal, wesentliche Strukturen dazu sind vorgezeichnet. Wir müssen an dieser Stelle einfach konsequent und vielleicht auch noch konsequenter einsteigen und fördern. Für uns ist es relevant, ein relevantes Thema, was schon seit vielen Jahren bearbeitet wird, von dem wir aber sagen würden vielleicht, dass es in letzter Zeit nicht so prominent im Vordergrund steht. Das ist die Qualitätssicherung und das Qualitätsmanagement der praktischen Sportpsychologie. Und ich denke, das ist immer noch weiterhin ein aktuelles Thema. Da gibt es schon Bestrebungen und auch klare Strukturen, also Fort- und Ausbildung wird geregelt. Es gibt zum Beispiel einen Leitfaden für die Qualitätssicherung, mit denen Praktikerinnen und Praktikerinnen arbeiten können. Jedoch fehlt dort auch immer noch etwas. Und wir sind aktuell gerade dabei, weil wir vor dem Hintergrund des Zentrums für praktische Sportpsychologie schon seit vielen Jahren systematisch uns selbst evaluieren und uns selbst monitoren, weil wir gegenüber unseren Mittelgebern auch rechenschaftspflichtig sind und das eben gemacht werden muss, dass man sich ausweist, was man so tut und wir auch selber von uns das Verständnis haben, dass unsere Qualität gleichbleibend sehr gut bleibt oder sogar noch besser werden können, ist das, glaube ich, ein zentrales Thema. Und wir sehen dort noch Lücken, zum Beispiel ganz konkret, wie Praktikerinnen und Praktiker es hinbekommen, selber sich zu dokumentieren, sich selber zu monitoren und das gleichzeitig bei einer laufenden Praxis und dass Qualitätssicherung ein fester Bestandteil der Praxis sein kann, ohne die Praxis zu sehr zu bürokratisieren oder zu viel Arbeitsaufwände zu schaffen und ohne das zu verwissenschaftlichen. Also vor dem Hintergrund der Notwendigkeit einer qualitätsgesicherten Praxis. Wie schafft man ganz konkrete Tools und Instrumente, dass Praktikerinnen und Praktikerinnen dabei geholfen werden kann, gute Arbeit, gute Praxis zu gestalten und sie zu verbessern? Das wäre für mich nochmal ein wichtiges Anliegen, was auch vor dem Hintergrund des Zentrums für praktische Sportpsychologie sich ergibt. Zu Corona kann ich jetzt einfach nur ganz praktisch aus unserem aktuell laufenden Projekt sagen, dass das wahnsinnig hilfreich war, dass wir über das BIST die Möglichkeit bekommen haben, den Zeitplan anzupassen und da quasi im DSV zusammen das so abzustimmen, dass wir da die Verschiebung von Olympia mit einplanen konnten, also da sehr flexibel agieren konnten. Dann natürlich die Möglichkeit hatten, ins Digitale auch zu gehen, auch das zu nutzen und dass möglicherweise das Projekt auch jetzt nochmal sehr spannend wird, weil jetzt die Qualifikationen auch anstehen und möglicherweise tatsächlich Athletinnen und Athleten in diesem Projekt eine Begleitung bekommen, die das für sich vorher gar nicht vorgesehen hatten. Also von daher ist das jetzt eine ganz spannende Zeit. Aber jetzt würde jetzt aus unserer praktischen Arbeit sagen, also wir haben tolle Möglichkeiten bekommen, das jetzt alles durchzuführen, durch die Möglichkeit, es vorzuziehen. Und ja, also ich sehe da keine Hindernisse, ehrlich gesagt. Dr. Bentin hatte gerade schon mit Blick auf das BISP ein paar Wünsche geäußert. Abschließend würde mich natürlich noch interessieren, was wünschen Sie sich denn generell vom BISP, um diese gesamten Herausforderungen, die Sie gerade auch skizziert haben, für die Zukunft gemeinsam mit anzugehen? Was ich mir vom BIS wünsche, um die Herausforderungen zu meistern, also aus meiner Erfahrung jetzt aus den letzten Jahren kann ich eigentlich nur sagen, weiter so. Wir haben sehr viel in den Projekten von dem BIS profitiert durch die Förderung und ich kann einfach, also ich wünsche mir eigentlich, dass es so weitergeht wie bisher und habe gar keinen anderen Wunsch. Dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Ich habe es ja vorher auch schon versucht, so ein bisschen einfließen zu lassen. Es ist eben wichtig, dass das BIS weiterhin, also für uns ist es wichtig und es ist auch ein Wunschszenario, dass das BIS weiterhin so tatkräftig einfach im Hintergrund ist und
uns die Sachen ermöglicht, bestimmte Projekte, die sich aus der Praxis oder gegebenenfalls auch mal aus der wissenschaftlichen Perspektive ergeben, diese umzusetzen und das auf eine sehr flexible und gerade bei den Serviceforschungsprojekten sehr unbürokratische Art und Weise. Also das ist dann schon wirklich angenehm, dass die Antragstellerei sich auf ein Minimum begrenzt und wir ziemlich schnell ins Arbeiten kommen. Also das ist ganz, ganz wichtig und das muss vielleicht an dieser Stelle nochmal ausgedrückt werden, weil, wie gesagt, die Verbände oft nicht einfach finanziell und von den Ressourcen nicht in der Lage sind, sowas zu initiieren. Und da braucht es halt so eine Institution wie das BISP mit den Fördermöglichkeiten. Sonst könnten viele gute Projekte einfach nicht gestartet werden und nicht aufrechterhalten werden können. Ich wünsche mir vom BISP das Folgende. Nämlich, aus meiner Sicht ist es wichtig, dass die Budgets, die dem BISP zur Förderung von Sportwissenschaft im Leistungssport zur Verfügung stehen, zu einem maßgeblichen Anteil offen sind, in dem Sinne, dass jetzt tatsächlich ein Wettbewerb von Ideen, um jetzt auch die nächsten Projekte stattfinden kann. Ich bin der festen Überzeugung, dass es gut ist für die weitere sportwissenschaftliche Begleitung von Leistungssport, wenn eben jetzt unterschiedliche Ideen, unterschiedliche Köpfe, Gruppen, möglicherweise auch in Partnerschaft mit unterschiedlichen Verbänden wirklich darum konkurrieren und offen konkurrieren können. Das bedeutet, eine Chance haben, mit ihrer guten Idee auf Projektförderung zu stoßen. Es gibt auch eine andere Sichtweise auf diese Thematik, die ich natürlich auch kenne. Selbstverständlich gibt es Vorteile, wenn langfristige Zusammenarbeiten gefördert werden können. Aber ich sage mal jetzt, gute Ideen lassen sich nicht planen. Und insofern wünsche ich mir also, dass es weiterhin und vielleicht in Zukunft sogar noch etwas mehr so sein kann, dass wenn wir oder Kolleginnen und Kollegen irgendwo in Deutschland gute Ideen haben und dann Forschungsideen mitbringen, dass tatsächlich auch die Chance entsteht, dann auf ganz neue Felder zu kommen und auf diese Art und Weise wirklich jetzt auch einen Wettbewerb von Ideen entstehen zu lassen, dass einfach auch finanzielle Möglichkeiten offenstehen mit Ideen, die vielleicht schräg zu dem stehen, was aktuell im Forschungsschwerpunkt ist, was aber eine kluge Idee ist, dass man auch mit solchen Ideen dann eben Chancen hat, mitzuarbeiten. Ja, aus Verbandssicht muss man sagen, die drei vorgestellten Projekte, die waren nur möglich, weil sie durch BISP finanziert wurden und gefördert wurden. Sie sind enorm hilfreich für uns gewesen. Und das wünschen wir uns halt, dass wir das auch in Zukunft so fortführen können und dürfen und da auch ein offenes Ohr beim BISP finden, dass genau diese Ideen, und wir werden mit Sicherheit weitere neue Ideen haben, weil sich auch bei uns die olympischen Disziplinen und Materialien ein bisschen ändern. Somit fällt auch die Herausforderung an die Sportler und Trainer sich leicht verändern, dass man aber da den Bedarfen relativ kurzfristig auch gerecht werden kann und da auch forschen, entwickeln, sich weiterentwickeln können, damit halt auch die Sportler, und darum geht es ja im Endeffekt ja nur, warum wir auch alle so engagiert und bemüht sind, damit die wirklich auch ihre vollen Potenziale ausschöpfen können. Und das würde ich mir wünschen, dass es sozusagen beibehalten werden kann, dass Projekte auch ja relativ kurzfristig, relativ unbürokratisch vorgestellt werden und dann auch hoffentlich für förderungswürdig erachtet werden und sie dann auch in Zusammenarbeit mit Wissenschaft, mit Sportpsychologen, auch in den Verbänden praxisnah umgesetzt werden können. Ja, ganz herzlichen Dank auch für die netten Worte und die sehr positive Rückmeldung. Es bleibt nur zu sagen, we're working on it, dass es natürlich immer im Sinne der Sache weitergeht. Alle Herausforderungen der Zukunft, denen stellen wir uns gerne. Und aber man muss auch wirklich sagen, Qualität setzt sich durch, weil unser wissenschaftlicher Anspruch
ist natürlich auch hoch und muss auch hoch sein, weil es geht ja um wissenschaftliche Unterstützung, Forschung und Betreuung im Spitzensport. Und von daher muss die wissenschaftliche Güte und das Untersuchungsdesign und die Pläne der Umsetzung auch wissenschaftlich fundiert laufen. Darauf setzen wir auch in Zukunft. Aber ich glaube, es ist uns auch gelungen, gerade durch dieses Service-Forschungsprojektformat eben relativ kurzfristig eben solche hochklassischen und qualitativ hochwertigen Projekte auf den Weg zu bringen. Und wir werden daran weiterarbeiten, aber wir sind immer dankbar für neue Ideen, das noch besser zu machen oder eben auch weitere Projektformate oder innovative Ideen in dieser Form aufzugreifen. An dieser Stelle bleibt mir jetzt nur zu sagen, ganz herzlichen Dank für Ihre Beiträge, für diese sehr spannenden Insichten und Rückmeldungen. Ich wünsche Ihnen alles Gute für die weitere Zeit. Ihnen, Frau Stegenwalder, natürlich toi, 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 jetzt für die vielfältigen Aufgaben, die Sie ja jetzt sowieso schon haben. Und natürlich mit Blick auf Tokio auch, dass alles so läuft, wie Sie sich das wünschen und dass es vor allen Dingen auch stattfinden kann. Von daher gutes Gelingen und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Und vielen Dank noch einmal für Ihre Bereitschaft, hier mitzuwirken.